Ja, ich glaube, wir legen los, ne? Dann erstmal herzlich willkommen, liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe sehr geehrte Damen und Herren. Wahrscheinlich haben die meisten, wie ich, auch immer in die Wetterprognosen reingeguckt und es wurde einmal Angst und Bange. Letzten Endes immer noch mit ein bisschen stürmischem Wetter hier ganz gut bedient und ich finde, das stürmische Wetter passt auch zum Anlass. Ja, herzlich willkommen zur Demo gegen den Stopp der Bauordnung, gegen das Moratorium. Ich glaube, dass wir eine ganze Menge Leute hier sind, das ist gut so. Und ich glaube auch, dass wir für viele stehen, die heute nicht selbst kommen können, weil sie ihre Wohnung gar nicht oder nur mit großen Schwierigkeiten verlassen können. Mein Name ist Horst Ladenberger, ich komme von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben NRW. Mein Thema ist auch das barrierefreie Bauen und wie die Mitveranstalter SOVD, VDK und die LAG Selbsthilfe wenden wir uns energisch gegen das Moratorium. Warum? Ich hoffe, mir fliegt das Manuskript nicht weg hier. Erstens, zum einen ist in den letzten Jahren wohl kein Landesgesetz so lange und so intensiv diskutiert worden wie die Landesbauordnung. Seit 2009 warten wir auf Verbesserungen beim Baurecht. Die im letzten Jahr verabschiedete Bauordnung ist auch aus unserer Sicht noch lange nicht das Ei des Kolumbus, aber sie war ein richtiger Schritt in eine richtige Richtung. Erstmals wurde auch in Nordrhein-Westfalen ein Weg beschritten für mehr barrierefreien und auch rollstuhlgerechten Wohnungsbau. Wir wissen ja alle, dass es da eine begriffliche Unterscheidung gibt. Die im letzten Jahr beschlossene Quote für rollstuhlgerechte Wohnungen ist aus unserer Sicht ein wichtiger und vernünftiger Schritt, um für mehr rollstuhlgerechte Wohnungen in NRW zu sorgen. Die freie Wahl der Wohnform ist nach Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention ein Menschenrecht. Behinderte Menschen können dieses Recht oft nicht in Anspruch nehmen. Weil es keine geeigneten Wohnungen gibt, bleibt oft kein anderer Ausweg als ein Heim. Das ist nicht nur eine menschliche, im Übrigen auch finanzielle Tragödie. Dies hinzunehmen und keine Abhilfe zu schaffen, ist eine Diskriminierung im Sinne der UN-BRK. In Köln wurden 2014 im geförderten Wohnungsbau 12 rollstuhlgerechte Wohnungen erstellt. Das wurde getoppt im Jahr 2015, da hatten wir 6. Gleichzeitig suchen hunderte von Menschen verzweifelt bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum. Wer die Quote nicht will und diese im letzten Jahr beschlossene Regelung kippen will, muss sagen, mit welchen Mitteln er den Bedarf an barrierefreien und rollstuhlgerechten Wohnungen zukünftig sichern will. Nur auf die Eigenverantwortung der Investoren zu setzen, hat in den Schlamassel geführt, in dem wir uns heute befinden. Bravo! Diejenigen Bürgerinnen und Bürger von Nordrhein-Westfalen, die auf barrierefreie und rollstuhlgerechte Wohnungen angewiesen sind, wollen und können nicht mehr länger warten. Wir brauchen endlich mehr barrierefreie und rollstuhlgerechte Wohnungen. Wir brauchen natürlich auch barrierefreie Bahnhöfe, Haltestellen, Bürgerämter, Einkaufszentren etc. Danke. Die novellierte Bauordnung enthält
deutliche Verbesserungen im Bereich des barrierefreien Wohnungsbaus. Eine Aufzugspflicht ab 4 Geschossen, Verpflichtung zur Barrierefreiheit für alle Wohnungen und Häuser mit Aufzug, die verbindliche Anzahl von R-Wohnungen, den Wegfall der Genehmigungsfreiheit für Wohnungen. Diese Regelungen dürfen nicht abgeschwächt werden. Insbesondere die Einbeziehung der Barrierefreiheit ins Genehmigungsverfahren von Anfang an ist unverzichtbar. Nordrhein-Westfalen hat großen Nachholbedarf im Bereich des barrierefreien und rollstuhlgerechten Bauens. Perspektivisch fehlen hier 500.000 Wohnungen. Nun droht mit dem Moratorium mindestens ein weiteres verlorenes Jahr. Die Folge wäre weitere Planungsunsicherheit auch für Bauherren und Architekten. Das Ergebnis kennen wir. Aber genau diese Planungsunsicherheit kann keiner wollen. Der Gesetzgeber hat selber dargestellt, dass es bei der Errichtung barrierefreier öffentlicher zugänglicher baulicher Anlagen, so heißt das, ich zitiere, erhebliche Versäumnisse gebe, die im Wesentlichen darauf zurückzuführen seien, dass die geltenden gesetzlichen Anforderungen bei der Ausführung der Bauvorhaben nicht beachtet wurden. Ich wiederhole, es gab auch schon geeignete Vorschriften, aber die wurden schlichtweg ignoriert. In Bezug auf Wohnungen wird erklärt, dass die Errichtung barrierefreier Wohnungen vernachlässigt worden sei und zukünftig mit größerem Nachdruck überwacht werden soll. Dieser Befund der früheren Landesregierung ist ein Armutszeugnis der beteiligten Akteure und leider richtig. Und jetzt soll die Lösung darin liegen, dass diese Überwachung wieder eingestellt werden soll. Wer darin eine Lösung sieht, träumt. Umso wichtiger ist es, dass jetzt endlich was passiert, damit die Lage besser wird. Wir brauchen klare und verbindliche Vorgaben für barrierefreies und rollstuhlgerechtes Bauen. Mit einem Moratorium ging aber nichts voran, sondern wichtige Dinge würden weiterhin aufgeschoben oder gar nicht mehr umgesetzt. Das ist der falsche Weg. Nun zu einigen Argumenten der Gegner von rollstuhlgerechten Wohnungen. Es wird gesagt, Wohnungen für Rollstuhlfahrer wären im Vergleich um 12-24% teurer. Das ist nachweislich falsch. Wir kennen belastbare, gute Gutachten, die das widerlegen. Und es wird auch nicht richtiger, dass Vertreter der Wohnungswirtschaft dieses Argument immer wieder wiederholen. Ein weiteres Argument gegen rollstuhlgerechte Wohnungen. Natürlich brauchen wir Aufzüge. Und Aufzüge sind teurer. Aber gehören Aufzüge in mehrstöckigen Wohnhäusern nicht längst zum Standard? Zum Beispiel für Eltern mit Kindern, mit Kinderwagen. Wer zieht denn noch heute gerne in den 5. Stock eines Neubaus ohne Aufzug? Niemand. Und das alleinige Kostenargument, wenn man das zum Heiligtum machen würde, hätten wir immer noch die Wohnen bloß auf dem Hof. Übrigens, der tatsächliche Mehrkostenaufwand für die etwas größeren Bewegungsflächen und zusätzliche Ausstattung einer rollstuhlgerechten Wohnung, zum Beispiel im Bad, liegt bei 0,5% im Verhältnis zu den Gesamtbaukosten. Ein halbes Prozent. Und darum diese Diskussion. Es wird verhindert, dass wir seit Jahren bessere Rahmenbedingungen für die benötigten Wohnungen bekommen. Wie gesagt, wir haben belastbare Studien, die zeigen, dass wer will, auch günstig barrierefrei und rollstuhlgerecht bauen kann. Und wer hier etwas anderes behauptet, macht Stimmungsmache. Von denjenigen, die die Verpflichtung für rollstuhlgerechte Wohnungen wieder abschaffen wollen, heißt es auch oft, dass man hierfür keine rechtlichen Vorgaben bräuchte. Der Markt würde das Ganze schon regeln. Das haben wir in den letzten Jahren genau beobachten können. Der Markt regelt hier gar nichts zugunsten von behinderten Menschen. Im Gegenteil, der Markt geht dorthin, wo das Geld ist. Das glauben Sie nicht? Machen Sie mal einen Test.
schauen Sie sich mal Wohnungsannoncen an, auch für altersgerechte oder barrierefreie Wohnungen. Kaum ist da wirklich barrierefrei oder für Rollstuhlfahrer geeignet. Wir haben einen Wildwuchs in diesem Bereich. Wir brauchen endlich genaue Vorgaben dafür, was unter barrierefreien Wohnungen und was unter rollstuhlgerechten Wohnungen zu verstehen ist. Dafür müssen die DIN-Vorschriften für barrierefreies und rollstuhlgerechtes Wohnen vom Bauministerium verbindlich eingeführt werden. Unsere Fachleute haben gemeinsam mit vielen anderen Verbänden im Laufe des Jahres zahlreiche Sitzungen genau hier zum Bauministerium beraten. Die Weichen für schnelle Entscheidungen sind gestellt. Nun muss der Gesetzgeber auch handeln und die entsprechenden DIN-Normen endlich auch in NRW zum Durchbruch verhelfen. Wir wollen nicht immer aufs Neue darüber diskutieren, dass wir auch mal aus dem Fenster gucken wollen oder es öffnen können. Das ist entwürdigend. Und wir glauben auch nicht mehr an Versprechungen und auch nicht daran, dass ausschließlich Fördermaßnahmen zum Erfolg führen. Wir fordern daher von der neuen Landesregierung, dass sie die bereits beschlossenen Regelungen zu barrierefreien und rollstuhlgerechten Wohnungen in Kraft treten lässt. Außerdem fordern wir einen Erlass zur verbindlichen Regelung der DIN-Vorschriften nicht nur im Bausektor, sondern auch bei Dienstleistern der Privatwirtschaft. Denn Barrierefreiheit ist nicht einfach nice to have, sondern zwingend notwendig für ein selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen in Nordrhein-Westfalen. Und das Land NRW steht in der Pflicht, dieses Recht auf ein selbstbestimmtes Leben von behinderten Menschen umzusetzen und durchzusetzen. Wir werden die Landesregierung daran messen, wie sie mit diesem Grundrecht auf ein selbstbestimmtes Leben von behinderten Menschen umgeht. Denn wir können Barrierefreiheit nicht weit auf die lange Bank schieben. Es reicht. Barrierefreiheit braucht kein Moratorium, sondern flächendeckende Durchsetzung. Jetzt! Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, ich denke einfach mal, wir lassen noch ein bisschen was von uns hören hier. Ne? Dazu gibt es die Pfeifen und andere Sachen. Sagen lassen, ich sehe das nicht, weil das zum Teil hinter mir ist, aber es gibt Abgeordneten, die sich gerade aus der Debatte des Landtages auch haben lösen können. Und ich sehe Herr Neumann. Ja, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, Sie hatten auch gerade, glaube ich, die Regierungserklärung zu verfolgen. Wir wenden uns eindeutig gegen das Moratorium der Landesbauordnung. Wir wenden uns gegen die Wiedereinführung des Freistellungsverfahrens. Wir brauchen ein wirksames Ordnungsrecht und ein kontrollierbares Ordnungsrecht. Und von daher stehen wir hier, weil die Situation dramatisch ist. Wir finden keinen barrierefreien bezahlbaren Wohnraum mehr. Millionen, nicht 160.000, 1,7 Millionen. Dass ihr eure Stimmen kriegt von uns. Carsten?